zwischen dem Wort, liebe Schwestern und Brüder, das wir gestern hörten, von dem Messias, der leiden muss, der überliefert wird, und unserem Wort, das ja einen ganz ähnlichen Tonfall hat, liegen einige Geschehnisse. Die Verklärung, die Heilung eines epileptischen Jungen, eine Heilung, die die Jünger nicht zustande brachten, sondern dann wieder auf Jesus zurückgreifen müssen, weil es ohne ihn nicht geht. Und dann noch einmal, alle Leute staunen, sind begeistert und Jesus vertieft das, was er immer wieder sagt. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Und die Jünger verstehen es nicht. Manchmal geht es uns auch so. Wir hören ein Wort Jesu, wir lesen in der Schrift, das sollen wir tun, sehr eifrig. Und dann verstehen wir etwas nicht. Es geht uns einfach nicht auf. Was ist da gemeint? Was tun? Man kann die Stelle googeln, heutzutage im Internet. Man gibt die bei der Suchmaschine ein und findet dann allerlei geschriebene Sachen. Das kann man machen, aber man kann es auch bleiben lassen. Die Jünger konnten das noch nicht und 2000 Jahre Christentum konnte das nicht. Und dennoch gibt es ein Bemühen, diese Worte zu verstehen. Das Verständnis dieser Worte, liebe Schwestern und Brüder, ist weniger in Büchern niedergelegt. Zum Verständnis dieser Worte braucht es die Gemeinschaft der Kirche. Das sind die Jünger hier noch nicht. Sie sind zunächst noch Einzelne in der Gemeinschaft mit Jesus. Sie müssen erst noch Kirche werden. Es ist das große Missverständnis der reformierten Kirchen und Gemeinschaften zu meinen, jeder Einzelne kann ein Wort verstehen. Wohin das führt, sehen wir in der immer wieder neuen Spaltung von neuen Gruppen, von eigenen Kirchen. Das ist ein unaufhaltsamer Prozess. Und je mehr wir uns dieses Verständnis zu eigen machen, ist auch die Ganzheit dessen, was wir katholisch nennen, bedroht. Wir brauchen die Gemeinschaft der Kirche, um dieses Wort zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass es in Rom ein Büro gibt, das uns sozusagen per Telegramm oder per E-Mail eine Auslegung schickt und sagen, so muss es sein, dann seid ihr drin. Nein. Die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Er blieb ihnen verborgen, sodass sie ihn nicht begriffen. Aber das ist nicht das letzte Wort des Evangeliums. Damit ist der Weg der Jünger nicht zu Ende. Nur für einen endet er so, für Judas. Er begreift es bis zum Ende nicht. Er wird unter diesem Wort, unter diesem Anspruch zermalmt. Aber die anderen sind auch in dieser Gefahr. Aber sie gehen weiter. Sie versuchen, sich mit diesem Wort durchzufragen. Sie versuchen, dieses Wort durchzustehen. Und das genau ist der Weg. Das muss unser Weg sein, auch angesichts von schwierigen Worten, von unverständlichen Forderungen Jesu oder Sätzen der Heiligen Schrift. Wir müssen nach den Menschen Ausschau halten, die die Wucht dieser Worte auf sich nehmen, die das Gewicht dieser Worte tragen, durch ihr Leben tragen, bei aller Belastung und so ihr Leben bestehen. Das ist die Gemeinschaft der Kirche, das ist die Gemeinschaft der Heiligen, das sind die lebendigen Zeugen des Evangeliums. Allen voran jene Frau, derer wir samstags gedenken, der Gottesmutter, die dieses Wort tief in sich aufnimmt und wachsen lässt. Und wir dürfen keinen Zweifel daran haben, dass dieses Wort immer nur rein beglückend sei, wie wir das dann manchmal schön färberisch sagen. Dieses Wort hat ein eigenes Gewicht. Dieses Wort hat eine eigene Last. Wir haben gerade erst in diesem Monat das Gedenken der Schmerzen Mariens gefeiert. Dieses Wort ist wie ein Schwert, das durch das Herz und durch die Seele dringt. Und dennoch führt genau dieses Wort zum Leben, weil es selber Leben ist.